einer Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kleinstberufe, Soloselbstständige, kleine und mittlere Betriebe, Veranstaltungswirtschaft, Kulturschaffende, Sie alle standen damals im März 2020 und in der Folge nicht nur vor der Angst, an einem schrecklichen Virus zu erkranken, was Sie als AfD ja den Leuten leider ins Gegenteil erzählt haben, damit auch verantwortlich sind für viele tausende Tote in diesem Land. Sie standen auch vor den Existenzsorgen unmittelbar. Und deswegen war es damals so schwierig, das Handeln dann auch in der Ausführung war. Und die Kommunikation, Frau Beck hat das erwähnt, war aus meiner Sicht nicht geglückt, damals zu sagen, in manchen Formen der Kommunikation, das ist ein Zuschuss und eine andere Kompensation ist ein Kredit. Das kommt natürlich nicht zusammen. Das muss man kritisch in der Rückschau so anmerken. Und deswegen ist der Ärger auch verständlich. Aber es war natürlich richtig, dass wir damals übrigens auch gemeinsam gehandelt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt schnell und umfassend reagieren. Und die sogenannte Bazooka, ich bin jetzt kein Militarist, aber es war zumindest ein Bild, das passend war in der Frage, dass wir allen helfen wollen. You never walk alone, sozusagen damals auch schon in der Corona-Pandemie. Das war richtig. Was die Rückforderungen angeht, ist natürlich die Gerechtigkeitsfrage nicht nur in eine Richtung zu stellen. Herr Klein hat es ja auch angesprochen. Es gibt ja Unternehmen, die haben Rückforderungen ja entsprechend jetzt auch geleistet. Um denen jetzt zu sagen, wir erlassen das den anderen Betrieben, würde sicherlich auch keine Wellen der Begeisterung ausüben. Deswegen ist es schon richtig zu sagen, wir prüfen das und gucken lieber noch mal auf die entsprechenden, Herr Rohloff hat es gesagt, Zeiträume der Auszahlung, der Prüfung, Ende des Jahres, vielleicht noch mal ein bisschen länger. Die Länder haben ja auch Spielräume, die geschaffen werden könnten, noch mal gerade in so einer Energiekrise, wo zusätzliche Belastungen, der Klein hat es richtig gesagt, das trifft nicht alle gleich, sind auch andere Unternehmen. Aber jetzt ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, um besonders unkulant zu sein, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, um kulant zu sein. Und die Aufarbeitung der Corona-Krise und der Maßnahmen überlasse ich anderen. Ich glaube, in der Zukunft, in diesem Winter, müssen wir schauen, dass die Kultur- und Veranstaltungsbranche insbesondere Rahmenbedingungen hat, mit denen sie auch arbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache.